Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man X6. Beim letzten Mal haben wir nach fast einer Stunde endlich die Dr. Light Kapsel aus dieser Welt bekommen und das hat gedauert. Was sagst du mir? Was passiert? Wo bin ich jetzt? Das war alles. Ich habe eine kurze Pause gemacht, aber jetzt bin ich wieder total fit und frisch und scrolling. Ja, ich bin scrolling. Gut. Oh nein, das Bild holt mich ein. Ich habe jetzt nicht meinen Dash. So. Haut ab. Nein, nein, nein. Also haben wir fast eine Stunde lang diese Stage-Musik genießen können. Boah. Und ich mag diese Stage-Musik. Boah, zerschnitten. Nein! Ach, dummes Ding. Ich hasse dich. Dich auch. Ich hasse euch Tintenfisch oder was auch immer ihr darstellen sollt. Keine Tintenfische, aber irgendwas anderes. Ja, komm her, Kugel. Die Tools. Okay, abwarten. Wie ist das möglich? Ich muss mal es testen. Ah, so ist es möglich. Ich bin den Dinger die ganze Zeit ausgewichen, weil ich dachte, ich werde zerquetscht, aber stimmt ja. Das hatten wir, glaube ich, am Anfang der Stage, wo wir auch mit so einem Roboter hier durch die Presse gegangen sind. Mit so einem Roboter. Sollte aufhören, so zu lallen. Mit so einem Roboter durch die Presse gestampft sind und wir können ja nicht zerquetscht werden. Wir haben ja eine Mega-Maschine. Na gut, dann ist es ja einfach. Ich bin nämlich gerade den ganzen Dingern hier ausgewichen, weil ich dachte, ich sterbe, aber... Ja. Du da! Pieks! Pieks! Ja, das ist natürlich der Nachteil an diesem Roboter. Na gut, das heißt, ich muss immer schön weit vorne bleiben. Ich habe noch einen anderen Move? Nee. So, der Move ist wichtig. Ich darf nicht den normalen Schlag einsetzen. Weil der drängt mich zurück. Ja. Oh ja. Da war er, genau. Oh, schön zerschnitten. Einfach alles zerstören, bevor sie überhaupt kommen. So. Ja. Einfach alles schon zerlegen, bevor sie überhaupt ins Bild kommen. Jawohl. Meine Mördermaschine hat niemand eine Chance. Oh. Die Maschine wird zurückgefahren. Nicht schon wieder sie war, oder? Bitte nicht, das dauert dann wieder ewig. Oh nö, du bist Mega Man. Mega Man. IMAX. Wie komme ich jetzt auf Mega Man? Du schon wieder. Hast du noch nichts daraus gelernt?
hast keine Chance zu gewinnen. Ich werde den Bösen keine Macht gönnen oder so. Oh, ich werde dich auslöschen. Oh. Was macht er da? Oh, ich habe die falsche Attacke angesetzt. Na, egal. Ist tot oder so. Wo muss ich ihn überhaupt abknallen? Irgendwie ist er immun gegen alles. Mach! Irgendwas sagt mir, keine meiner Waffen kann ihm schaden. Gut, ich glaube. Ich muss ihn besiegen? Aber wie? Hätte ich die Rüstung gebraucht? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie besiege ich den Typen? Oder er hat eine Power-Rüstung und ich kann ihn nur im Rücken treffen. Hm. Ich muss eine Zeit lang überleben. Aua. Ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen kann. Ach, falsche Richtung. Dann geht's aber. Nein, zu früh! Ich Depp! Ich will ihn doch nur in den Rücken ballern. Okay, er kann mich auch da treffen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Mit meinem Saber kann ich ihn wahrscheinlich auch nicht verletzen. Oder wisst ihr was, ich versuch's mal mit Saber. Weil der Bastard gegen ihn offensichtlich keine Chance. Aber Saber irgendwie auch nicht. Ach, verfehlt. Das bringt auch nichts gegen ihn. Okay, ich kann mich ducken. Da kann ich mich wahrscheinlich nicht ducken. Aua. Was zum Henker ist jetzt kaputt? Ich muss ihn besiegen, aber ich kann ihm keinen Schaden zufügen. Und ich glaube auch nicht, dass ich eine Waffe ihn besiegen kann. Wahrscheinlich muss ich eine Zeit lang gegen ihn überleben oder so. Oder ich muss was ganz anderes angreifen. Unter ihm irgendwo. Wo kann ich ihm ausweichen, aber... Ah ja, wechselt die Hände. Aua. Nein! Ah, er schießt nochmal. Das war Glück.
Ah, der letzte Schuss. Lad nicht auf. Ach. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm Schaden zufügen kann. Er ist offensichtlich gegen alles immun. Vielleicht muss ich ihn angreifen, während er seine Mega-Moves da macht. Ach. Oh, ich habe keine Ahnung. Warum nochmal wollte ich die Kapsel unbedingt haben? Das ist ja widerlich. Ach, zu spät gedasht. Ich verstehe es nicht. Muss ich einfach nur eine Zeit No-Hit gegen ihn sein. Ja, natürlich stehe ich jetzt auf. Ich kann mich nicht bewegen. Aber natürlich stehe ich genau jetzt auf. Für den Move kann ich ja ausweichen. Nein! Wow. Was muss ich tun? Ihn in die Hand schießen? Nee. Ich mache ihm null Schaden, ganz im Ernst. Falsch eingesetzt. Ich glaube nicht, dass ich mit diesen Attacken auch schaden kann. Wenn ich jetzt die Stage verlasse, zählt das dann noch die Wily-Kapsel? Wahrscheinlich. Wily, sage ich immer. Die Light-Kapsel wahrscheinlich nicht. Aufladen. Ja, das heißt, bringt es auch nicht. Sieht zwar alles geil aus, aber
Keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Was weiß ich. Ich muss nachgucken, wie ich den besiegen kann oder ob er überhaupt eine Schwachstelle hat. Weil so schaffe ich ihn nicht. Und da gucke ich nach, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, weil ich habe jetzt alles probiert, was ich hatte. Gut, dann werde ich hier den Part beenden. Das war Mega Man X6. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.